Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 15.02. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute 10 News für euch vorbereitet. Es geht um Amazon Chime, Facebook Videos, Google Cloud Spanner, Outlook Premium, das Huawei P10, das Nokia 3310, Twitterific, einige News zu Apple und am Ende noch zwei Tipps für euch. Wir beginnen mit Amazon Chime. Amazon Chime ist ein neuer Videodienst von Amazon, der Conferencing möglich machen soll. Im Endeffekt also eine Konkurrenz zu sehr etablierten Diensten wie Skype von Microsoft oder Cisco WebEx. Unterstützt werden sollen alle so ziemlich gängigen Plattformen mit der Ausnahme von Windows 10 Mobile. Da ist zumindest Cisco besser aufgestellt. Und soll im Endeffekt eben Videoconferencing möglich machen, wird integriert für Businesskunden, die Amazon Web Services nutzen. Los geht das Ganze kostenfrei für 30 Tage, anschließend gibt es drei Pakete. Das Basispaket ist im Endeffekt nur ein Chatdienst, also da gibt es noch kein Video dazu. Dann geht's los für Plus-Abonnenten für 2,50 im Monat und geht dann weiter beim Premium-Dienst für 15 US-Dollar im Monat. Wird eine spannende Sache, wie sich Amazon da durchsetzen wird. Wie gesagt, die Konkurrenz ist in dem Bereich ja schon sehr stark. Wir kommen zu Facebook Videos. Da gab es ja die Gerüchte, dass Facebook vielleicht eigene Apps oder sogar eine eigene Box ausrollen möchte. Heute wurde uns per Newsroom mitgeteilt, es wird vor allem mal eigene Apps geben. Diese sollen fürs Apple TV, fürs Fire TV und für Samsung Smart TVs kommen. Weitere Plattformen sollen dann später folgen. So soll es eben möglich sein, Facebook Livestreams bzw. Facebook Videos direkt auf dem Smart TV schauen zu können. Eine weitere Neuerung, die mich persönlich überhaupt nicht freut, ab sofort werden Videos im Newsfeed sofort zu spielen beginnen, das ist nichts Neues, aber mit Sound. Das wird man so Gott sei Dank deaktivieren können, der Standard wird allerdings sein, dass die Videos anfangs mal mit Sound spielen. Wir kommen zu Google, die werden ihre Cloud-Datenbank quasi, Cloud Spanner heißt die, zukünftig für alle öffnen. Ein durchaus interessanter Dienst, im Endeffekt ist es damit möglich, quasi die Datenbanksoftware, die Google selbst einsetzt, auch weiterverwenden zu können, soll die Vorteile von traditionellen SQL-Datenbanken mit der Skalierbarkeit von NoSQL-Datenbanken verbinden. Hosten kann man das Ganze selbst direkt bei Google und damit ist es wieder eine weitere Konkurrenz zu Amazon AWS oder Microsoft Azure. Stichwort Microsoft, da gibt es jetzt einen neuen Dienst, zumindest in den USA, der hat die Beta verlassen. Outlook Premium heißt das Ganze, soll für $20 im Jahr möglich sein und bietet im Endeffekt 5 personalisierbare Inboxen ohne Werbung. Zusätzlich für weitere $10 kann man dann auch noch eigene Domains verwalten. Wird es wahrscheinlich für die meisten Leute nicht besonders spannend sein. Im Endeffekt ist das nämlich bei Office 365 ohne die schon enthalten. Wer das aber in Zukunft separat nutzen möchte und dafür weniger zahlen möchte, könnte das mit dem Dienst. Vorerst nur in den USA, ein Start in Deutschland ist allerdings vorerst nicht ausgeschlossen und dürfte wahrscheinlich relativ bald erfolgen. Aktuell der Preis, der gute unter Anführungsstrichen mit 20 bzw. $30 ist mal ein Startangebot. Später soll das Ganze nachher $50 im Jahr kosten, aber immer noch deutlich billiger als Office 365. Wir kommen wieder zu News zu MVC, die wirft ihre Schatten voraus, beginnen darf in dem Fall jetzt Huawei. Die haben mit einem offiziellen Tweet bestätigt, dass das Huawei P10 vorgestellt werden wird. Ein Foto von der Rückseite des Geräts gab es auch schon in den Shownotes, findet ihr das auch verlinkt. Im Endeffekt, wirklich viel erkennen kann man nicht. Das Gerät dürfte irgendwie so goldfarben sein und man erkennt, wie da eine Dual-Kamera offensichtlich geht, die Kooperation mit Leica hier, also weiter. Wir kommen zu ebenfalls neuen Handys, diesmal nur von Nokias, wobei neu ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es wird neue Geräte geben zum Nokia 6, nämlich das Nokia 3 und das Nokia 5. Die werden wahrscheinlich auch wieder nur auf dem chinesischen Markt erscheinen und sind im Endeffekt anscheinend noch leichtere Varianten eines Mittelklasse-Smartphones. Was allerdings sehr interessant ist, offensichtlich soll es eine Neuauflage des uralten, aber sehr bekannten Nokia 3310 geben. Das war auch das, wo Snake zum Beispiel damals Einzug hielt. Ja, im Endeffekt eben soll es ein sehr, sehr, sehr reduziertes Gerät in Anlehnung an dieses Design geben, das für rund 60 Euro in die Läden kommen soll. Spannende Sache. Ich als Retro-Fan, der irgendwie noch alte Gameboys sammeln, kann mir das durchaus gut vorstellen. Allein nur, wenn ich mir das als Andenken oder als Snake-Spielmöglichkeit hole, wird spannend sein, was Nokia hier zeigen wird. Wir kommen zu Kickstarter-Kampagnen. Twitterific ist dem einen oder anderen von euch sicher ein Begriff. Das ist eine iPhone-App oder iOS-App von der Icon Factory. Die sucht jetzt auf Kickstarter Unterstützer für eine Mac-App für das Ganze. Falls ihr da auch unterstützen wollt und für 15 Euro quasi da teilnehmen wollt,
seid ihr ja herzlich dazu eingeladen, dem Link in unseren Shownotes zu folgen und das Projekt zu unterstützen. Aktuell findet die Recode statt, so eine Medienmesse unter Anführungsstrichen in den USA. Und dort war auch Apple vertreten und hat heute zwei durchaus spannende News mitgeteilt. Auf der einen Seite möchte man den Kampf gegen Fake News aufnehmen. Das hat Tim Cook schon mehr oder minder bei seiner Europa-Tournee ein bisschen klarer gemacht, dass man hier auch vorgehen möchte. Grund dafür bei Apple ist ja, dass sie ihren eigenen News-Dienst, ihre eigene News-App anbieten. Leider gibt es den nach wie vor immer noch nicht in deutscher Sprache, aber immerhin, zumindest in den USA, möchte man da jetzt gegen Fake News eben vorgehen. Auf der anderen Seite eine auf jeden Fall sehr spannende News. Ich weiß, dass ihr alle Podcast-Hörer seid, sonst könntet ihr mich jetzt an dieser Stelle nicht hören. Und Apple hat angekündigt, neue Features für Podcasts bringen zu wollen. Welche ist noch nicht bekannt. Man weiß ja nur, dass man sich letztes Jahr mit Podcastern getroffen hat. Und da sollen jetzt auch neue Features in diese Richtung folgen. Zum Abschluss zwei kleine Tipps für euch. Zum einen aktuell gerade ein großes Buzz-Thema, das ein bisschen durch die ganzen Timelines bei mir wandert. Snapper wurde veröffentlicht. Das ist so eine Fotoanalyse eures Profilfotos, vor allem für LinkedIn gedacht. In den Shownotes könnt ihr klicken. Der liebe Martin hat das schon ausprobiert und sein Profilfoto bewerten lassen. Finde die Bewertung ganz lustig, kann man auf jeden Fall mal in unseren Links hineinschauen. Auf der anderen Seite ein anderer Tipp. Zwei Humble Bundles, die aktuell ganz frisch und sehr spannend sind. Auf der einen Seite das Freedom Bundle. Da gibt es jede Menge Spiele für einen sehr, sehr guten Preis. Da ist zum Beispiel auch The Witness dabei oder Stardew Valley, das wir in unseren Games-Folgen immer wieder sehr besprochen haben und so ziemlich mein Spiel des letzten Jahres war. Auf der anderen Seite das Humble Software Bundle für PC-Spieler, nennen sich's. Ich finde den Begriff sogar ein bisschen weit gefasst. Im Endeffekt, da sind durchaus einige spannende Software-Sachen für sehr, sehr wenig Geld dabei. Zum Beispiel Dashlane, aber auch einige ja, Software-Tipps für Mac-Nutzer eben wie immer für sehr, sehr schmales Geld. Ja, mit diesen Tipps darf ich die Folge für heute schließen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.